Hallo und willkommen im 9. Jahr Volksfest TV auf dem Heilbronner Volksfest. Die Folge 42 heute, sozusagen die Außenredaktion der Heilbronner Stimme. Und wir haben uns auch in diesem Jahr wieder einiges vorgenommen. Spannende Gäste, Impressionen vom Volksfestplatz und vor allen Dingen auch Reportagen hinter den Kulissen. Und den Anfang am heutigen Abend, den haben wir mit Susanne Beig, grüne Landtagsabgeordnete, mit Adrian Hoffmann, Weltenbummler, ein Jahr auf einer einsamen Insel, natürlich mit Oberbürgermeister Harry Merkel und mit Karl Mayer, mit dem Festwirt. Und wir sind ja schon ein bisschen eingestimmt worden mit dem Fassanstich auf der Bühne. Und den wollen wir uns jetzt gleich mal ein bisschen anschauen, Harry Merkel. Sind Sie ein bisschen zufriedener wie im Vorjahr? Zunächst bin ich mal atemlos. Atemlos, so schnell geht es bei Ihnen? Ich habe mich ja sehr konzentriert. Ich wollte ja die Schmach des letzten Jahres unbedingt ausgleichen. Und ich denke, mit 4 Schlägen, das kann sich sehen lassen. Also man hat mir gesagt, Sie hätten wochenlang geprobt bei Ihnen im Keller im Rathaus. Da hat irgendjemand wieder was verraten, aber na gut, wenn Sie die Information haben, dann wird es ja wohl stimmen. Meistens sind Sie dann richtig. Ja, wir zeigen noch ein paar schöne Bilder aus den Vorjahren, das ist immer wieder wunderbar zu sehen. Wir haben auch Ihren Vorgänger mit reingeschnitten, der hat ja auch eine wunderbare Dusche vorne gemacht und bei Ihnen auch, aber Sie haben sich deutlich verbessert. Herr Mayer, wir machen im 9. Jahr jetzt schon hier Volksfest TV. Wir zeigen noch mal Bilder aus unseren Anfangsjahren. Sie haben sich ja natürlich gar nicht verändert. Bei mir sieht man das natürlich schon. Wir sind sozusagen die Dinosaurier von Volksfest TV. Alle Jahre wieder der Antrag und die Aufforderung an Sie, einen attraktiven Festplatz zu machen. Sie haben gesagt, Heilbronn ist immer noch in der Volksfest-Bundesliga. Warum? Nun, weil, klar, wir haben starke Konkurrenz im Juli, August. Das ist die High Season. Da gibt es natürlich eine Menge große Veranstaltungen. Aber ich merke es ja an den Zusendungen, die wir im Winter kriegen, auf unsere Ausschreibung hin, dass Heilbronn immer noch einen sehr guten Namen hat und dass wir immer noch viele attraktive Zuschriften bekommen. Sonst könnten wir auch nicht so einen tollen Festplatz auf die Beine stellen. Harry Merkel, sind Sie eigentlich auch ein Volksfestgänger? Wir können noch mal zeigen, wie Sie damals in Trips-Drill in der Achterbahn gefahren sind. Da waren Sie auch wagemutig. Sind Sie so ein Wagemutiger, der so ein bisschen das Tempo braucht und die Rasanz? Also ich habe hier natürlich ein absolutes Lieblingsgefährt, das mich an meine Jugend erinnert, weil das gab es damals schon. Das ist der Musikexpress. Ja. Und wenn niemand mehr auf dem Volksfest ist, ganz spät nachts, dann komme ich immer hierher und fahre da noch mal eine Runde. Das schauen wir uns noch mal ganz genau an, das wissen wir das nämlich auch. Wobei, sind Sie eigentlich Volksfest-Fan oder eher da, weil man halt da sein muss als Landtagsabgeordneter, als Gemeinderat, als Politikerin? Also ich bin durchaus Volksfest-Fan, ich komme jedes Jahr und ich habe zu Studienzeiten auch im Festzelt bedient. Was, Sie haben bedient im Festzelt? Ja. Ehrlich? Das war ein Knochenjob. Ich bewundere die Leute, die das jedes Jahr machen, die so einen Rummel auf die Beine stellen. Das ist richtig Arbeit und deshalb zieht es mich mindestens einmal im Jahr in so ein Festzelt. Ich denke immer bei den Grünen irgendwie, die essen kein Göggele, die trinken kein Bier. Sind Sie ein Genussmensch? Selbstverständlich bin ich ein Genussmensch. Wie kommen Sie auf solche Vorurteile her? Im letzten Wahlkampf, da wollte ihr irgendwie das Fleisch verbieten oder sonst irgendwas, ne? Da sage ich jetzt nichts dazu. Lassen wir die Vergangenheit Vergangenheit sein. Ich zumindest lebe sehr gern. Das kann aber auch durchaus ohne Fleisch sein. Sehr schön. Sehr gern lebt auch Adrian Hoffmann. Und zwar vor allen Dingen ein Jahr auf einer einsamen Insel. Wir zeigen mal ein paar Bilder, die wir uns jetzt hier genommen haben. Irgendwo weit, weit weg. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, ein Jahr mit seiner Frau und dem Hund auf eine einsame Insel zu gehen? Eigentlich war es purer Zufall. Wir wollten das machen, was viele machen. Mal ein Jahr raus in die Welt. Und wir haben dann auf Fidschi jemanden kennengelernt, der uns gesagt hat, ich kenne da eine Insel, die könnte euch ganz gut gefallen. Und da haben wir dann einen Fuß drauf gesetzt und waren der Idee gleich verfallen. Zurück in Deutschland haben wir das dann geplant. Wir wollten ein Jahr lang. In Tonga haben wir dann schließlich unsere Insel gefunden. Geht man sich da nicht auf die Nerven, wenn man mit seiner Partnerin ein Jahr lang auf einer einsamen Insel ist? Also ich stelle mir das schon irgendwie ein bisschen schwierig vor, ne? Die Realität sieht so aus, dass man sich hier in Deutschland viel mehr auf die Nerven geht. Dort gibt es im Grunde keine äußeren Einflüsse. Da war Friede, Freude, Eierkuchen wirklich. Die Frage stellen uns viele, aber es war sehr harmonisch auf der Insel. Wer kennt Italienisch? Also ich entnehme jetzt der Antwort, dass ihr euch hier in Deutschland mehr auf die Nerven geht wie auf der Insel. Aber wir wollen da ja nicht ins Privatleben total hineingreifen. Können Sie sich das mal vorstellen, ein Jahr auf einer Insel nur mit Ihrem Mann und sonst mit niemandem? Ehrlich gesagt, ja. Das können Sie? Ja. Insel? Manchmal will man ja davonlaufen, auch als Oberbürgermeister, oder? Ja, das wäre im Moment gerade ein schlechter Augenblick. Wir haben relativ viel zu tun. Ich fühle mich stark ausgelastet. Aber dass das irgendwann mal ein Traum ist, den man sich gerne erfüllt, kann ich gut nachvollziehen. Karl Mayer hat gestern auch schon ein bisschen geschmunzelt und gesagt, oh Gott, ein ganzes Jahr lang auf so einer Insel. Da sind ja auch einige Gefahren. Wie macht man denn sowas überhaupt, ne? Nun, ich habe mich gefragt, wie er sich vorbereitet hat, weil ich finde es schon spannend. Also ich hätte da
allergrößten Respekt. Ich meine, zu zweit auf einer Insel, wenn einer krank wird. Ich gehe mal davon aus, ihr seid beide keine Mediziner. Finde ich schon erstaunlich. Also ich hätte da ein bisschen Manschetten. So verlockend das natürlich ist, wenn ich die Bilder da sehe. Aber man muss sich da, denke ich mal, sehr akribisch vorbereiten. Also er muss vor allen Dingen einen sehr, sehr humanen Arbeitgeber gehabt haben, weil er ein Sabbatical bekommen hat, ein Sabbatjahr. Er war damals bei der Heilbronner Stimme, fängt jetzt auch am Montag wieder bei uns an. Und der Mann hinter der Kamera, bitte nicht rausschneiden, ich sag's jetzt wieder Seehofer, der war auch ein Jahr lang hier in der Welt unterwegs. Ich bin froh, dass ich noch da bin wenigstens. Ne? Alle Menschen sind ja unterwegs. Sie sind auch viel unterwegs, Frau Bay. Was sind so die ersten Erfahrungen im Landtag, wenn man ganz neu mit dabei ist? Und wie ist denn das Verhältnis zum Herrn Kretschmann? Wie erleben Sie den? Also das Verhältnis zum Herrn Kretschmann ist sehr gut und ich erlebe ihn genauso, wie er auch bei den Leuten ankommt, nämlich bodenständig. Er sagt einem, was er denkt und das empfinde ich als sehr wohltuend. Und natürlich ist so eine neue Zeit in einer neuen Umgebung total spannend. Man lernt neue Leute kennen, man lernt neue Umgebung kennen, neue Aufgaben. Also ich muss Ihnen sagen, ich freue mich jetzt hier im Volksfest zu sein, ein bisschen ausspannen zu können, weil es ist doch anstrengend, aber es macht natürlich auch super Spaß. Apropos Ausspannen, das wollen wir jetzt heute auch mal alle, denn gestern war der Stimme-Firmenlauf und das war natürlich nicht nur ein Großereignis mit mehr als 7000 Teilnehmern, sondern dann haben wir anschließend auch die After-Run-Party hier im Festzelt vom Göggelesmeier gefeiert. Und was da alles abgeht, diese Impressionen zeigen wir jetzt. Los im Festzelt und das wird auch die nächsten 10 Tage hier auf der Theresienwiese der Fall sein. Einiges los war auch in der Stadt bei den Dreharbeiten des ARD-Films Wer aufgibt, ist tot. Es gab die Vorpremiere beim Open Air hier in Heilbronn. Harry Merkel, wie zufrieden sind Sie denn, wie Heilbronn in Szene gesetzt wird? Also ich war leider nicht bei der Premiere dabei. Wir hatten Gemeinderatsverpflichtungen, aber ich habe nur Gutes gehört. Ich bin den Leuten im Nachhinein dankbar für das Verständnis während der Dreharbeiten. Aber ich glaube, das hat sich gelohnt für Heilbronn. Also wenn es so stimmt, wie mir das erzählt wurde, wird Heilbronn in diesem Film wirklich die Hauptrolle spielen. Wir werden ja in unserer Montagssendung Steffen Schoch hier zu Gast haben und dann gibt es auch exklusiv Ausschnitte aus diesem Film hier bei Volksfest TV. In dem Film, der Hauptdarsteller, der kann nochmal zurückkehren und Fehler aus der Vergangenheit wieder gut machen. Wird man das als Oberbürgermeister auch manchmal gerne tun? Also grundsätzlich finde ich das sehr schön. Es gibt auch so 2, 3 Dinge, an die ich denke, die ich heute nicht mehr machen würde. Also, ja. Sie werden es nicht verraten jetzt, oder? Ja, man muss auch noch seine Geheimnisse haben. Ah gut, wir arbeiten knallhart dran. Apropos Fernsehen, Adrian, in vielen Fernsehsendungen, wir können es jetzt mal einblenden, bist du derzeit unterwegs, auch mit deiner Frau im Mittagsmagazin, im Südwestfernsehen, im Bayerischen Fernsehen, im Frühstücksfernsehen von Sat.1. Wird man mittlerweile fast schon bekannter, nachdem du das Buch, du hast ja ein Buch darüber geschrieben, können wir nochmal zeigen, eine Insel nur für uns im Augenblick promotest, wird man bekannter? Ja, es gibt etliche Leute, die fragen im Anschluss über Facebook nach und wollen auch auf die Insel. Also es ist schon zu spüren, ja. Wie läuft denn der Buchverkauf bis jetzt? Läuft ganz gut. Die dritte Auflage ist jetzt gedruckt. Und es wird ein Hörbuch noch geben und hoffentlich wird es bald verfilmt. Mal gucken. Eieiei, verfilmt. Gut, okay, da gehen wir dann mit wahrscheinlich als Location-Scouts auf die Insel. Aber kommen wir mal zum ernsteren Thema. Sicherheit steht natürlich derzeit auch überall im Mittelpunkt. Herr Mayer, was mussten Sie verändern jetzt beim Sicherheitskonzept beim Volksfest nach den jüngsten Ereignissen? Gott sei Dank nicht viel. Wir hatten mehrere Sitzungen bei der Heilbronn Marketing mit Ordnungsamt, mit dem DRK, mit der Polizei und haben eigentlich festgestellt, dass unser Sicherheitskonzept, das wir seit Jahren hier fahren auf der Theresienwiese, eigentlich wirklich gut ist. Natürlich muss man dem Rechnung tragen, dass die Besucher und die Bevölkerung ein höheres Bedürfnis vielleicht nach subjektiver Sicherheit im Moment hat. Die Polizei wird deshalb noch ein bisschen präsenter sein, als sie es ohnehin schon waren in den letzten Jahren. Und wir haben unseren privaten Sicherheitsdienst auch noch mal um ungefähr 20% aufgestockt. Wobei für die Landtagsabgeordneten ist das jetzt eine neue Herausforderung, diese Sicherheitssituation. Wie gehen Sie damit um? Also mir ist zumindest aufgefallen, als ich gerade mit meinem Fahrrad am Bahnhof vorbeigefahren bin, dass die Leute, die mit dem Zug ankommen, teilweise kontrolliert werden. Und da wird einem dann immer wieder klar, ja, wir müssen wachsam sein.
Aber ich denke, zu Panik ist kein Anlass. Aber natürlich ist es eine Aufgabe vom Land auch, durch die Polizei das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger wieder zu erhöhen. Das ist gar keine Frage. Gut, eine Aufgabe haben auch Sie für sich, Harry Merkel. 600 Arbeitstage sind es nur noch, bis die Bundesgartenschau ihre Pforten eröffnet. Das klingt ja gar nicht mehr als allzu viel. Alles im Plan? Also bisher bin ich sehr zufrieden mit dem Verlauf. Wir sind in allen Bereichen, ob das der Baufortschritt oder die Finanzen sind, eigentlich gut unterwegs. Und wenn es so weitergeht, bin ich zufrieden. Haben Sie? Gut, schauen wir noch ein bisschen nach vorne. Adrian, jetzt ist das Buch auf der Insel so ein Erfolg. Gibt es eigentlich auch ein zweites Buch, wieso das Leben nach dem Leben auf der Insel ist? Kann ich mir gut vorstellen, wie die Insel mein Leben zerstörte, ja. Ist das tatsächlich so? Ist dein Leben zerstört worden? Nee, aber ich hänge derzeit immer ein bisschen nach und würde mich gern mal zurückbeamen. Und es ist dann im Alltag nicht immer so einfach. Da sind wir mal gespannt, was wir da in dem zweiten Buch zu lesen bekommen. Und wir sind natürlich auch immer wieder gespannt über die Diskussion hier beim Volksfest. Karl Mayer, Sie müssen sich immer rechtfertigen über den Maßpreis, der ja so maßvoll ist. Ne? Also Ihr Kollege in München sagt immer, er wundert sich, dass das Maßbier in München so günstig angeboten werden kann. Wundern Sie sich auch in Heilbronn? Ja, also das ist natürlich schon wirklich ein maßvoller Preis hier. Wir sind unter 8 Euro. Ich orientiere mich ja natürlich auch immer ein bisschen an den großen Festen in der Region. Und ich glaube, wir sind die Einzigen, die noch eine 7 vorne stehen haben. In allen Festen, die eine vergleichbare Größe haben, steht schon längst der 8er vorne. In Stuttgart haben wir persönlich dieses Jahr am Wasen 9,90, also glatte 2 Euro mehr als hier in Heilbronn. Ist natürlich auch ein bisschen anderer Kostenapparat, muss man sagen. Meine Kollegen teilweise sind schon über 10. In München sind sie schon seit 2 Jahren über 10. Also ich denke mal, der Besucher wird merken oder sollte merken, dass wir alle Beteiligten hier am Volksfest uns sehr, sehr anstrengen. Und wir strengen uns auch an, das zu genießen. Übrigens, ein Maß Bier hat 470 Kalorien. Das ist ja an sich noch gar nichts Schlimmes, weil wenn man dann 4 Maß Bier trinken würde, hätte man den Kalorienverbrauch eines Tages intus. Ja. Die schlechte Nachricht ist, für eine Maß Bier zum Abtrainieren braucht man 70 Minuten. Ne? Also da muss man mehr als nur den Firmenlauf mit sich machen. Aber wir haben ja noch 10 Tage Zeit und viel Zeit haben Sie auch hier zum Volksfest nach Heilbronn zu kommen bei den Terminen der nächsten Tage. Die SWR3-Party, auch eine Neuerung am Samstag hier im Festzelt. Also mal ganz gespannt, was da abgehen wird bei dieser SWR3-Party. Und dann am Sonntag haben wir den Frühschoppen mit dem Musikverein aus Grombach und am Abend den Champions Day, auch eine Traditionsveranstaltung seit mehr als 20 Jahren. Und wir freuen uns am Montag wieder hier zu sein mit Volksfest TV. Montag ist auch der Göckeles-Meiertag. Da gibt es dann das Göckele für nur 5,90 Euro. Also auch nochmal ein Tag, wo es sich mit Sicherheit lohnt, herunterzukommen. Auch deswegen, weil wir hier ganz illustre Gäste haben, Steffen Schoch haben wir gesagt, und auch der Aufsichtsratspräsident des VfB Stuttgart, Martin Schäfer, der selten vor die Kamera tritt, wird am Montag hier mit dabei sein. Der Vizepräsident der Polizei ist auch da. Und Friedlinde Gohirsch als Staatssekretärin, liegt der natürlich das Festzelt auch ganz nah. Sie wird auch unser Gast sein. Das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr da wart. Viel Spaß beim Volksfest und bis bald.